Webseite, wer steht dort? Ja, dort steht IBU 21, also die zweite Mannschaft vom Schweizer Meister. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung, die sich hier bietet für die Luzern. Und jetzt sehen wir eigentlich die jüngere Version, wenn ich das so frech darf sagen. Alles klar, Luzern darf anstoßen, wird das auch machen in Form vom Vasovic und es wird hier losgelegt. Wir gehen über das Nummer 4, wunderschön, jetzt übergelegt auf Urtic. Urtic ganz lang führen an rechter Dantas Fernandes sucht steil, kannst auch abziehen. Jetzt wird geschossen, Vasovic kommt den Ball an und das ist 1-0. Für Luzern, was für eine Kiste, der Vasovic ist es, der dort nachstochert und die gelbe Mann überwinden. Das ist ein klassisches Mittitschgut. Freimann jetzt, ein schön gespielt, Bieri. Dampft durch am Smith und es wird gefährlich und drinnen. Und eine riesen Chance für Luzern. Hat die Latte angeklopft, sehr schade gewesen. Es war das Nummer 8, der Knack. Wo der Ball Vollgas anklopft und Ibe kommt jetzt. Und jetzt ist ein Ibe-Spieler am Boden. Ich glaube, es war Kabeja, der Captain. Luzern ist das egal. Luzern zieht ab und was für eine Kiste von Luzern. Das ist ja unglaublich. Was für ein Goal. Ja, da darfst du jubeln. Da darfst du sogar sehr, sehr lang jubeln. Unglaublich. Komatovic, meines Erachtens, wo du gar nichts könnt. Hast du aber auch mehr, wo nachher schnell reagiert kann werden, wenn die offensive Mannschaft oder die angreifende Mannschaft bist. So, liebe Leute, wir sind hier jetzt momentan in Luzern bei einem Stand von 2-0. Das bedeutet, dass das Heimteam gut abgeliefert hat, gut interagiert. Und Nummer 8 und 15, ich werde es im Verlauf nachher noch mitteilen, welche zwei jungen Herren. Das 15 ist der Rufener und das 8 sehe ich gerade, ist der Bomo. Also wird nachher auf dem Laufenden halten, wo sich die beiden Männer dort einreihen. Währenddessen jetzt Ibe hier wieder mal. Das würde mich aber überraschen. Ich glaube, das war wirklich die geile Karte, warum man den rausnimmt. Jetzt Ibe kommt mit einem wunderschönen Kopfball. Und das ist eine Kiste von Ibe. Und die kommt überraschend. Die kommt sehr weiter. Dantas Fernandes nimmt hier schön einen von seinen Kollegen mit. Und Predik, was macht er? Zieht ab, aber es ist noch der Kabeja dazwischen. Es wird ganz gefährlich. Hinten drinnen. Bei den Hauptstädter. Der Strafraum brennt lichterloh und nochmal und Luzern schießt 3-1, Meier! Gut, darfst nicht faulen, sonst gibt es noch einen Elferen unnötigen. Und der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. Es ist gesehen, liebe Leute, 3-1 für den FC Luzern. Eine klare Geschichte für den FC Luzern gegen Ende. Ibe hat sich in der zweiten Halbzeit noch mal gewehrt, hat noch zum 2-1 gefunden, hat also noch probiert, sich zu wehren. Es ist aber nachher so schon zu sagen, dass es einfach zu stark ist. Red FC eingeschaltet hat. Mein Name ist Claudio Lorenz, ich bin der Kommentator von Red FC.